Seit der Gründung ist Haagastner als Qualitätsanbieter im Bereich Biomasseheizung ein Begriff. Für die Innviertler Firma ist die Welser Energiesparmesse somit auch eine perfekte Plattform, um Neuigkeiten zu präsentieren. Im Hackgutbereich, was wir da im Hintergrund sehen, haben wir einen neuen Partikelabscheider entwickelt. Das ist ein Zubehörteil, also es ist nicht Standard im Kessel, aber es gibt immer wieder Kunden, die spezielle Materialien verheizen. Ich sage jetzt einmal Tischlereien. Der hat natürlich sehr viel Staub dabei, Sägespäne und andere Materialien. Und da ist es wichtig, dass die nicht in die Umwelt gehen, sondern im Kessel einfach abgeschieden werden. Ebenfalls Premiere feiert der neue Stückholzkessel, der punkto Komfort alle Stückerl spielt. Automatische Zündung, Edelsteuerauskleidung, eine bequemere Aschenbox, also wenn man die Asche entleert, damit es einfach bequem und staubfrei funktioniert. Und das ist eigentlich das, was dem Kunden wichtig ist. Und noch eine Neuigkeit wird auf der Messe vorgestellt. Dieses Brennwertgerät ist hauptsächlich geeignet für Neubauten oder thermische Sanierungen, die niedrige Temperaturen fürs Heizungssystem brauchen. Und da bringt der Wärmetausch schon nur mehr Wirkungsgrad und dadurch Brennstoffersparnis für den Kunden. Die Umstellung kostet natürlich Geld und das ist natürlich auch für viele Kunden oft ein bisschen ein Hemmnis. Dadurch zahlt jetzt auch ganz neu seit heuer der Bund eine relativ hohe Förderung von 5.000 Euro. Das Land hat immer schon sehr gut gefördert mit 2.900 Euro. Und wenn ich einen Öltank entsorge, bekomme ich heuer sogar vom Land noch 1.000 Euro dazu. Passend zur sportlich dynamischen Entwicklung der Firma selbst unterstützt Haagastner den Skisprungsport in Österreich. Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen von früher. Der Papa war ja früher auch Hobby-Skispringer. Und durch das ist natürlich die Entscheidung ein wenig leichter gefallen, da man einfach da die Skispringer unterstützt. Und es passt natürlich perfekt zu unserem Produkt. Und wer es nicht auf die Energiesparmesse nach Wels schafft, hat am 8. und 9. Juni die nächste Gelegenheit, sich über Neuigkeiten zu informieren. Auf der Hausmesse in Weng im Innkreis, wo auch die neue Haagastner Energy World ihre Pforten öffnet.